los geht's. Weiß ich nicht. Erste Ecke von Mayrose. Auf den ersten Pfosten geklärt. Rebound beim TSV. Wieder Mayrose. Wieder reingechippt. Oh! Tor! Tor für TSV Schott Mainz. Ganz macht's. In der 9. Minute. Ich wollte schon sagen, da macht Meier das Ding gefährlich. Der sah gar nicht so aus. Und dann streckt er sich und klatscht dem Ganz das Ding vor die Füße. Ja. Und da ist dahin, die Statistik. Da ist doch der Effekt. Von wegen der TSV Schott hier, die schlechtesten nach Eckbällen. Ja, das weiß ich gar nicht. Grüße an die Statistikabteilung, sage ich da nur. Jetzt kommt Homburg. Guter Ball auf Harris. Der nimmt ihn direkt, aber Hansen ist zur Stelle. Und jetzt müssten sie ganz außen Obers sehen. Nee, Namrud versucht es selbst, aber... Ja, kurz ausgeführt, Variante. Ja, guter Ball. Ja, und jetzt ist er drin. Hansen hat da gezögert und Kirchhoff hat das ausgenutzt. 39. Spielminute, 1:1. Der Ausgleich, sehr zur Freude der mitgereisten Gästefans. Und vorbereitet hier nochmal eine Wiederholung von Markus Mendler. Gut getreten, Hansen will erst raus, zieht dann zurück. Und dann ist es zu spät. Der Schiri, der also das ist... Tor war da ziemlich angegangen. Tor für Homburg, 2:1. Aus dem Getümmel jetzt. Er springt eigentlich in den Torhüter rein, die 18. Oh, gefährlich. Jetzt Harris. Harris alleine auf Hansen. Hansen pariert. Abpraller. Verteidigt von Joost Mayrose. Fischer da jetzt unter Druck gesetzt von Schmidt. Sah für mich eigentlich nach einem klaren Foul aus. Ah, jetzt Schiedsrichter sagt weiterspielen. Hoffmann nimmt ihn direkt. Knapp vorbei. Schlechter Ball. Harris im 16er, Schussmöglichkeit. Natürlich ein schlechter Ball jetzt für die... Oh, kann sich Hansen wieder auszeichnen, sehr gut. So, pfeift da sehr pünktlich ab, der Schiedsrichter. Ein bisschen überpünktlich, zumindest nach unserer Uhr hier im Stream. 2:1 gewinnt der FC 08 Homburg hier bei unserem TSV Schott Mainz.